Die Mitte Europas im zweiten Jahrtausend. Ein Land, das lange braucht, um eins zu werden. Menschen, die sich erst im Laufe der Jahrhunderte als Deutsch verstehen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Fragen an ein Jahrtausend deutsche Geschichte. Er ist der König der Deutschen und will als Kaiser über das Abendland herrschen. Der Staufer Friedrich Barbarossa. Sein Reich erstreckt sich bis Süditalien. Doch seine Herrschaft ist umstritten. Mächtige Rivalen fordern den Monarchen heraus. Auch sein einstiger Verbündeter Heinrich der Löwe. Hoher Besuch in der ewigen Stadt. Einen deutschen König haben die Bürger von Rom zwei Jahrzehnte lang nicht gesehen. Doch die seltenen Gäste aus dem Norden sind keineswegs willkommen. Seines roten Bartes wegen nennen ihn die Römer Barbarossa. Mir ist nicht wohl unter diesen Römern. Jubel sieht anders aus. Was willst du eigentlich in Italien, Friedrich? Ein Reich ohne Italien? Nein, Heinrich, kein Kaiser ohne Rom. Das antike Rom und seine Cäsaren. Ewiges Vorbild späterer Herrscher in Europa. Die Tradition römischer Kaiser ist seit dem 10. Jahrhundert verbunden mit dem Königtum der Deutschen, die seit nun 200 Jahren in Italien mitregieren. Der Papst krönt seit Otto dem Großen den deutschen König auch zum römischen Kaiser, der damit auch Schutzherr der abendländischen Christenheit wird. Der Staufer Friedrich Barbarossa ist der 10. deutsche König mit der römischen Kaiserkrone. Der frisch gekrönte Kaiser wird von seinem Vetter begleitet, Heinrich dem Löwen. Der Herzog aus dem Haus der Welfen fühlt sich Barbarossa ebenbürtig. Und was ist mit dir, Heinrich? Soll ich etwa vor meinem Vetter auf die Knie fallen? Nicht vor dem Vetter, sondern vor dem Kaiser. Barbarossa hat seinen Rang auch Fürsten wie Heinrich zu verdanken. Denn die haben das Recht, den deutschen König zu wählen. Doch das Kaisertum verleiht dem Monarchen die höchste irdische Würde. Gekrönt wird der Kaiser aber vom Papst. Und mit dem will er mindestens auf einer Stufe stehen. Kaiser Friedrich Barbarossa wird in den Quellen als mittelgroß dargestellt, mit einem roten Gesicht, blonden Haaren und seinem roten Bart natürlich. Er war wahrscheinlich keine besondere Schönheit, aber er muss eine enorme Ausstrahlung entwickelt haben auf seine Umgebung, legte großen Wert auf einen kaiserlichen Habitus. Das kam bei manchen aber nicht gut an. Auch hier nicht. Die Römer pflegen ihren Stolz, geben sich in jener Zeit besonders selbstbewusst. Wer wirklich als unangefochtener Kaiser regieren will, sollte sie sich nicht zum Feind machen. Weil sie nicht gefragt wurden, wer Kaiser sein soll und allein der Papst entschied und Wahlgeschenke annahm, rebellieren die Bürger der ewigen Stadt. Schilde! Zum Kaiser! Barbarossa und sein Gefolge überrascht der Zorn der Römer. Sie geraten in Gefahr. Haltet!
Heinrich der Löwe zeigt, dass er die Lage beherrscht. Ich danke dir, mein Vetter, für deinen Mut und deine Treue. Alles für den Kaiser und sein Reich. Der Löwe hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Und er wird Barbarossa daran erinnern. Als König war Friedrich I. nach Süden gezogen. Mit der Kaiserkrone kehrt er zurück. Will Barbarossa im Norden und im Süden seines Reichs regieren, muss er über die Alpen. Ein schwieriges Hindernis. Sein Reich in der Mitte des 12. Jahrhunderts. Er ist König der Deutschen und übt in Italien und Burgund kaiserliche Rechte aus. Im deutschen Raum herrschen mächtige Fürsten. Aus dem Geschlecht der Welfen, Zähringer, Babenberger und Wittelsbacher. Die Staufer haben ihre Stammlande vor allem im Südwesten. Die als uneinnehmbar geltende Burg Trifels in der Südpfalz. Sie ist immer wieder Anlaufpunkt Friedrich Barbarossas. Die Dynastie der Staufer wird die deutsche Geschichte fast ein Jahrhundert prägen. Klar, der Kaiser! Der Kaiser von Barbarossa! Die Heimkehr des Königs. Er bringt Frieden nach unruhiger Zeit in ein Land, in dem 6 Millionen Menschen leben. 9 von 10 seiner Untertanen auf deutschem Boden sind Bauern. Ihre Familien leben in einfachsten Verhältnissen. Den Saum des Königs zu küssen verspricht Glück. Auch Barbarossa ist ein Reisekönig. Zieht, wie seine Vorgänger, von Kaiserpfalz zu Kaiserpfalz, eine Regentschaft ohne Machtzentrum. Die Pfalz Gelnhausen an der Kinzig. Der Stauferkaiser hatte sie errichten lassen. Die Ruinen aus rotem Sandstein künden von einer einst prachtvollen Burganlage, die Gerichtssaal, Königshof und Herberge unter einem Dach vereinte. Unter den Spuren, die der kaiserliche Bauherr hinterlässt, findet sich auch sein Wappentier, der Adler. Der Adler war bereits in der antiken Kaiserzeit das Symbol für Weltherrschaft und wird unter Barbarossa, der ja auch ganz stark auf antike Symbole, auf antike Traditionen, das heißt Traditionen der Kaiserzeit zurückgreift, aufgenommen und ist seit dieser Zeit ja, das Symbol des Kaisertums. Eine Rekonstruktion zeigt den Idealtyp einer Kaiserpfalz. Architektonisch war sie Sinnbild für die Idee des Reiches. Das Erdgeschoss, die Ebene der Untertanen. Sie ist das tragende Fundament für die Herrschaft der kaiserlichen Familie, die im ersten Geschoss zu Hause ist. Noch über der Etage des Kaisers liegt die Ebene des Reiches. Hier im Pfalzsaal wird Recht gesprochen, finden Hof- und Reichstage statt. Der Thronsitz ist dem König und Kaiser vorbehalten. Das Zentrum des Reiches ist jeweils dort, wo er regiert. Und Barbarossas Reich wächst in den Jahren seiner Regierung auch nach Westen. Der Hoftag zu Würzburg 1156. Ein gesellschaftliches Ereignis von europäischem Rang nimmt die Bischofsstadt am Main für einige Tage in Beschlag. Der 34-jährige Friedrich Barbarossa heiratet. Seine Gemahlin ist die 16-jährige Beatrix von Burgund, eine internationale Traumhochzeit. Die Minnesänger des Reiches überbieten sich, die Schönheit der Königstochter zu preisen, wie ohrenzeugende Ereignisse berichten.